Hallo ihr Lieben, wir schauen heute ins Lightseers Tarot, um rauszufinden, was es gibt für die lieben Fische im April 2023. Und ich hoffe, ihr habt schon diesen Kanal abonniert. Eure erste Karte ist schon herausgefallen. Da ist sie, wir haben die vier der Stäbe. Ja, ein Abo ist natürlich jederzeit gratis für euch. Oh, 9 der Kelche, Wahnsinn. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich ein Like unter diesem Video kriege. Wir haben den Teufel, die erste große Arkana. Und wir haben Königin der Stäbe und auf dem Boden des Deckes Temperance. Okay, wir haben hier zwei Sternzeichen und zwar den Sagittarius, also den Schützen. Und wir haben auch den Capricorn, das ist der Steinbock. Wir haben hier zwei unterschiedliche Energien. Auf der einen Seite kann das natürlich heißen, dass einfach nur in deinem Leben irgendwo ein Steinbock und ein Schütze herum sind. Das können deine Verwandten sein, deine Freunde, deine Mitarbeiter, was auch immer. Auf der anderen Seite können diese Karten natürlich auch eine andere Bedeutung haben. Die Temperance Card ist eine Karte des Ausgleichs, ja, ausgleichende Gerechtigkeit sozusagen. Weil du siehst hier, dass der sozusagen zwei solche, also Sonne und Mond hat, solche Symbole, und er versucht dazwischen auszugleichen. Temperance Card kann sein manchmal eine Karte, die dir wirklich Flügel verleiht. Du siehst das hier im Hintergrund, ja, der hat so Flügel eingezeichnet. Es kann auch sein, dass dir sozusagen etwas Neues, das du anfängst, sehr gut gefällt, dass du sozusagen deine Füße da erstmal rein stippst, so nur die Zehen, und schaust, ist das überhaupt das Richtige für mich, fühle ich mich da wohl in dieser Umgebung und so weiter. Und dann merkst du, aha, ja, das ist gut für mich, das ist angenehm für mich, da kriege ich richtig positive Gefühle, und dann bleibst du dabei, dann steigst du da tiefer ein. Allerdings musst du vielleicht auch Sachen ausgleichen, ja, vor allem Work-Life-Balance kann das betreffen, ja, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich muss schauen, dass ich sowohl für meine Familie als auch für meine Arbeit genug Zeit habe, ja, und dass beide Prioritäten sozusagen ihren Platz in deinem Leben bekommen und nicht einer der beiden sozusagen da untergeht, ja. Der hier, der Devil, das ist einer, der in die andere Richtung tendiert. Also während diese Karte hier in die Richtung, ich versuche Ausgleich zu schaffen und die goldene Mitte zu finden geht, geht diese Karte in ein Extrem. Das heißt, entweder ich verbringe meine ganze Zeit nur mit Arbeiten, bin ein totaler Workaholic und vernachlässige meine Familie, oder ich bin die ganze Zeit nur am Feiern und Party machen mit Freunden und vernachlässige meine Arbeit. Also wie auch immer, das ist die Karte der Extreme und das ist die Karte der goldenen Mitte. Jetzt ist es natürlich, wenn beide Karten in einem Reading sind, heißt es, du hast vielleicht damit zu kämpfen. Du hast damit zu kämpfen, dass das eine Sache in deinem Leben gibt, wo du viel zu sehr ins Extrem gehst, ja? Wo du sagst, boah, jetzt bin ich gestern wieder, was weiß ich, 7 Stunden vorm Computer gehockt und habe da World of Warcraft gespielt, und eigentlich hätte ich sollen meine Steuererklärung machen oder was auch immer. Also da ist etwas in deinem Leben, da hast du viel zu viel davon und du nimmst viel zu viel davon zu dir. Das kann sein Kaffee, Zigaretten, Alkohol, das kann alles Mögliche sein oder eben solche Sachen wie Workaholic oder Spielsucht. Aber das ist ganz egal, es gibt hier ein Extrem und du versuchst es zu entfernen. Du versuchst, in diese goldene Mitte zu kommen, damit da eben nicht mehr diese unausgeglichene Situation herrscht. Was auch sein kann mit dem Teufel, ist, dass vielleicht jemand in deiner Umgebung ist, der ein bisschen negative Absichten hat. Jetzt nichts großartig Schlimmes, aber einer, der dir nicht wohlgesinnt ist. Ja? So einer wie, der auf der Arbeit hinter deinem Rücken immer blöd über dich redet und so. Ja? Es hat keine große Auswirkung auf dein Leben, aber es ist einfach unangenehm und ein bisschen so, wie so ein bisschen ein Dorn in der Seite. Ja? So etwas, was einen ein bisschen nervt, aber wo man sagt, ja, muss man damit leben, soweit es in diesem Rahmen ist. Ja? Die anderen Karten, die du hast, sind alle fantastisch. Wir haben hier Königin der Stäbe. Ja? Vielleicht kennst du jemanden, der ein Feuerzeichen ist. Das wäre dann ein Löwe, Schütze oder Widder. Wir haben ja den Schützen hier doppelt, ja? Deswegen ist das vielleicht eine Schütze-Person. Und dieses Feuerzeichen, das bringt in dein Leben sehr viel Freude. Also wenn das eine befreundete Person ist, dann ist das jemand, der dich immer zum Lachen bringt, der dich immer glücklich macht, mit dem du immer Spaß hast. Wenn diese Energie auf dich zutrifft, dann kann es sein, dass du dich selbstständig machst, dass du Freude an einer Sache hast, die nur für dich alleine ist. Ja? Beispiel, du gehst vielleicht mit Freunden etwas unternehmen, aber wandern in den Wald gehst du alleine oder Skifahren gehst du alleine oder deinem Hobby gehst du alleine nach oder deiner Meditation. Da gibt es eine Sache in deinem Leben, der du ganz bewusst folgst, weil du einfach Freude daran empfindest und dafür brauchst du niemand anderen. Das kommt aus eigenem Antrieb. Also das ist die Karte des eigenen
eigenen inneren Antriebs. Ja? Da braucht dich keiner dazu auffordern. Du tust es einfach, weil es dir schöne Gefühle bereitet und dir Spaß macht. Und wenn du dann auch noch damit Geld verdienen kannst, dann ist es natürlich die perfekte Konstellation. Es ist sehr gut möglich, dass du damit Geld verdienen kannst, weil ich sehe hier die Karte der Wunscherfüllung und des Reichtums. Also wir haben hier mit der 9 der Kelche. Hier ist nicht umsonst eine Schatzkiste voller Gold, die überquillt, gezeichnet. Ja? Hier gehen Wünsche in Erfüllung und zwar Herzenswünsche. Wenn du dir zum Beispiel schon immer gewünscht hast, boah, ich hätte so gern 50.000 Euro, wenn ich das hätte, dann könnte ich endlich auswandern nach Asien. Ja? Dann könnte dieser Wunsch jetzt in diesem Monat in Erfüllung gehen. Ja? Wenn es ein anderer Herzenswunsch ist, genauso. Ja? Das kann auch sein, dass du sagst, ich wollte schon immer meinen Traumpartner treffen und heiraten oder was auch immer oder ein Baby haben. Ist ja ganz egal was. Es ist ein Herzenswunsch, der hier in Erfüllung geht und man strahlt vor Freude. Und dieses Strahlen vor Freude haben wir sowohl in der Königin der Stäbe, als auch in der 9 der Kelche, als auch in der 4 der Stäbe. Weil die 4 der Stäbe ist eine Karte des glücklichen Zuhause. Das heißt, man kann hier Feste feiern. Es kann sein, dass sich jemand verlobt, dass jemand eine Hochzeit feiert, dass Geburtstage sind, dass Jubiläen gefeiert werden. Also das sind Feiern, wo man zusammenkommt mit Freunde, Familie, manchmal auch Festivals, ja, wo man sich unter seinesgleichen fühlt und wo man das Gefühl hat, hier kann ich ich selber sein, hier kann ich nach Herzenslust tanzen, mich frei fühlen, mich so benehmen, wie ich eben bin, ohne dass ich da gleich verurteilt werde. Also das ist eine wunderschöne Karte. Ja? Meine lieben Fische, ihr habt da wirklich ein sehr, sehr schönes Tarot. Ja? Ich möchte auch noch darauf hinweisen, die Kelche, da geht es immer ums Wasser. Ja? Und liebe Fische, das Wasser ist ja euer Element. Insofern ist es besonders gut, dass wir in eurem Element eine so gute Karte haben wie die 9 der Kelche. Ja? Das ist wirklich eine mega Wunscherfüllung von einem Herzenswunsch. Ich hoffe, ihr habt den Kanal abonniert und ein Like und das Video gesetzt. Und wir sehen uns bald. Einen schönen Monat April. Baba!